Ja, moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 76. Heute mal wieder mit einer etwas anderen Folge. Und zwar für die Leute, die gerne mal ein Haustier bei sich im Camp haben wollen, halten wollen, bin ich auf was ganz Interessantes gestoßen und das möchte ich euch natürlich mal zeigen. Wir sind unterwegs und zwar in der Nähe Harper's Ferry auf dieser riesen Brücke hier. Diese Brücke geht jetzt hier lang und folgt einfach dem Weg, den ich jetzt laufe. Ja, wie ihr sehen könnt hier am Ende, da kann man jetzt hier scheiße sehen auf der Karte, aber auf jeden Fall den Berg da nach oben, da sind ja auch die ganzen Treppen und sowas, könnt ihr eigentlich nicht verfehlen, dann hier den Weg hier lang und dann seht ihr auch hier schon den Köter und die zwei Herrschaften hier. So, jetzt könnt ihr auf jeden Fall hier diesen Hund, wenn ihr den in euren Camp haben möchtet, ihr müsst einfach nur jetzt hier euer Camp aufbauen und ein Haus um ihn rumbauen. Ja, das ist das Einzigste. Ich mach's euch gleich mal vor. Ja, ich habe hier mal ganz schnell was Halbes hingeschustert. Mir fehlen jetzt gerade die Materialien. Aber ihr baut euch halt hier eine Hütte hin. Und ihr könnt natürlich das Ding hier auch zumachen. Ihr müsst auch nicht jetzt hier. Ihr könnt auch hier so einen Strich setzen. Der Hund kommt auf jeden Fall rein. Ihr müsst halt abwarten, bis der Hund hier irgendwo ist. Und dann könnt ihr hier dicht machen. Und dann ist hier schick. Bloß ich will das hier irgendwie ein bisschen so kombinieren, damit ich hier auch noch eine Kochstelle gleich habe in der Hütte. Und als Deko hier ein paar Leichen in der Hütte. Muss ich mal gucken, dass ich hier das nur irgendwie zukriege, hier mit halbe Wände oder sowas. Wenn das Stücke hier offen bleibt. Ich denke mal, hier kann sowieso keiner. Muss mal gucken, wie ich das mache. Wenn da jemand Interesse hat und sehen möchte, wie es später aussieht, kann er mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber so im Prinzip halt, ihr könnt auch hier Fundamente hinsetzen und der Köter kommt dann auf jeden Fall hoch auf das Fundament. Und letztendlich, wenn ihr dann die Hütte fertig gebaut habt, habt ihr dann einfach mal ein Haustier bei euch in eurem Camp, in eurer Hütte. Ja, ist zwar nichts Besonderes, aber für die Leute, die gerne mal ein Haustier bei sich zu Hause in der Wohnung haben möchten, sprich in eurem Camp, finde ich es doch sehr nützlich. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze hier noch zumachen. Ihr müsst euch nicht da mit den Leichen da in der Wohnung, das braucht ihr auf jeden Fall nicht. Der Köter kommt auf jeden Fall rein bei euch in die Hütte. Ihr könnt die Fundamente auch so setzen. Wie gesagt, alles kein Problem. Ich muss da mal ein bisschen rumschustern noch. Ich werde mal gucken, wie ich das alles da mache. Ja, ich hoffe, euch gefällt's. Ihr könnt damit was anfangen. Und ja, wie gesagt, ist nichts Besonderes gewesen. Wollte ich einfach mal euch dran teilhaben lassen. Ja, mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank, euer Stefan.